Anna, hast du Lust, mit mir einen Film zu drehen? Das kommt ganz drauf an, was ich machen soll. Du spielst die Hauptrolle und ich bin die Kamerafrau. Das klingt gut. Kann ich eine Meerjungfrau sein? Und wir bauen eine Unterwasserkulisse? Nein, ich habe mir schon ein anderes Drehbuch ausgedacht. Du bist Kommissarin Hauser und musst einen Fall aufklären. Oh, okay. Ein Detektivfilm ist ja eigentlich auch gut. Da mache ich mit. Dann brauchen wir nur noch jemanden, der den Verbrecher spielt. Das muss Paul oder Alex machen. Ja, genau. Komm, wir fragen sie. Ich will aber nicht der Verbrecher sein. Ich will lieber ein Polizist sein. Nein, das bin ich schon. Irgendjemand muss der Verbrecher sein. Ich mach nicht mit. Ach Mann. Was habt ihr denn? Hallo Lisa. Anna und ich wollen einen Film drehen. Das ist ja cool. Kann ich auch mitmachen? Die Verbrecherrolle passt aber nicht zu dir. Du könntest diejenige spielen, die beklaut wird. Oh ja, das mache ich. Wie werde ich denn beklaut? Ein Taschendieb klaut dir die Handtasche. Na gut, dann spiele ich eben den Dieb. Aber wenn der Alex mitmacht, dann will ich auch mitmachen. Okay, dann brauchen wir noch eine Rolle für dich. Ich könnte doch eine Mutter sein und Paul mein Kind. Sehr gute Idee. Dann wären hier alle Rollen geklärt und wir können anfangen. Wir drehen zuerst in der Polizeiwache. Anna, hier ist dein Büro und du sitzt an deinem Schreibtisch. Du brauchst noch einen Computer und ein Telefon. Und sie muss noch einen Kaffee trinken, wie mein Papa. Okay, hier eine Tasse. Da ist ja gar nichts drin. Du bekommst natürlich noch keinen echten Kaffee. Du musst einfach so tun, als ob du was trinken würdest. Ach so. Okay, Anna, du tust so, als würdest du Kaffee trinken und schaust dabei in den Computer. Dann klingelt das Telefon und du nimmst ab und sagst, Kommissarin Hauser, wie kann ich Ihnen helfen? Alles klar. Und Action! Kommissarin Hauser, wie kann ich Ihnen helfen? Anna, bist du es? Oma, bist du beklaut worden? Nein, Anna, warum? Schnitt! Oma, ich kann jetzt nicht telefonieren. Lena und ich drehen gerade einen Film. Ich wollte eigentlich nur kurz mit eurer Mama sprechen. Ach so, gut, ich gebe ihr das Telefon. Mama, Oma ist am Telefon. Ah, danke. Jetzt haben wir kein Telefon mehr. Wir haben noch das Spielzeugtelefon. Nehmen wir eben das. Sieht halt nicht so professionell aus. Aber wenn wir nichts Besseres haben... Ich will mich sowieso noch verkleiden, sonst sehe ich doch gar nicht wie eine Kommissarin aus. Na gut, dann mach das. Also, nochmal von vorne und Action! Das war gut. Super, jetzt drehen wir draußen die Szene, wie Lisa beklaut wird. Wir nehmen Mamas Handtasche, die sieht gut aus. Darf ich mich auch noch wie ein Verbrecher verkleiden? Ja, mach das. Ich sitze in den Kinderwagen und Lisa schiebt mich. Das geht auch. Alex, du kommst dann von hinten, reißt Lisa die Handtasche aus der Hand und läuft schnell weg. Das mache ich. Sehe ich gut aus? Ja, super. Und Action! So, wir gehen jetzt nur noch schnell einkaufen. Halt, meine Handtasche! Meine Handtasche wurde geklaut. Das war einer von den Zwillingen, Paul oder Alex. Ich kann sie nicht unterscheiden. Der ist noch da hinten weggerannt. Ich hab's genau gesehen. Schnitt. Mann, Malte, wir drehen hier einen Film. Ja, das war doch nur gespielt. Alex spielt nur den Taschendieb. Ach so, das kann ich ja nicht wissen. Ihr dreht einen Film, kann ich auch mitmachen? Nein, wir haben keine Rollen mehr zu vergeben. Er könnte ja ein Statist sein und mit dem Rad vorbeifahren. Oh ja. Gute Idee, dann sieht es etwas lebendiger aus. Also, wir müssen die Szene nochmal drehen. Und Action. Halt! Autsch! Ich bin gestolpert, tut mir leid. Macht nichts, nochmal. Ups, da ist alles rausgefallen. Oh nein, sammel das schnell ein. Und nochmal. Action! Das ist langweilig. Wie oft müssen Sie die Szene noch drehen? Jetzt hat es geklappt. Anna, du kommst jetzt zu Lisa und stellst dir Fragen. Dann liefern sich Kommissarin Hauser und der Dieb eine Verfolgungsjagd. Und dann nimmt Anna Alex fest. Ich bin schon gespannt, wie der Film aussieht, wenn er fertig ist. Ich möchte ihn dann aber auch mal sehen. Schließlich war ich auch im Bild.
Das war super. Viel besser als in meinem Drehbuch. Das lassen wir so. Ich glaube, das gibt einen lustigen Film. Super, jetzt haben wir fast alle Szenen. Jetzt fehlt nur noch der Schluss. Da brauche ich nur noch Alex und Anna. Sagst du uns Bescheid, wenn wir den Film angucken können? Klar, dann machen wir eine Filmpremiere bei uns. Cool, ich freue mich schon. Popcorn ist fertig. Hier, bitte, nehmt euch. Ich bin gespannt, wie ihr den Film findet. Es geht los. So, wir gehen jetzt nur noch schnell einkaufen. Halt, meine Handtasche! Meine Handtasche wurde geklaut. Dililil, dililil. Kommissarin Hauser, wie kann ich Ihnen helfen? Oh nein, wie schrecklich, ich komme sofort. Ich bin schon unterwegs. Guten Tag, ich bin Kommissarin Hauser. Sie haben mich gerufen? Ja, meine Handtasche wurde geklaut. Der Dieb ist nach dort hinten verschwunden. Aha, wie sah der Dieb denn aus? Er hatte eine grüne Mütze auf. Ja, genau, ich hab's auch gesehen. Aha. Cool, du hast meinen Satz drin gelassen. Er kann noch nicht weit gekommen sein. Ich mache mich sofort auf Spurensuche. Oh nein, die Polizei. Uah! Oh, da sehe ich jemand. Da vorne ist er. Oh nein, schnell weg. Halt, Polizei! Warten Sie! Oh nein, Fifi. Sie sind festgenommen. Oh nein. Und das Diebesgut ist sichergestellt. Ab ins Gefängnis. Oh oh. Das habt ihr gut gemacht. Ja, vielleicht mache ich bald wieder einen. Dann kannst du ja auch mitspielen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.